Okay, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Dishonored. Ich habe euch ja gesagt, ich kümmere mich darum, rauszufinden, wie ich jetzt hinter die Hutmacher reinkomme. Es ist ganz einfach. Das Passwort wird mir nachher verraten, nachdem ich das Schuft gekapert habe. Okay. Ich habe mir das schon gedacht, dass es das erst später gibt. Aber, naja, was soll ich dazu machen? Dazu sagen. Oh, da sind ja zwei hier noch. Da kümmere ich mich doch erst. Oh, verdammt. Ich wollte mich erst darum kümmern, aber das kann ich dann doch wieder vergessen. Ups. Ist er das da? Ich kann den Namen nicht erkennen. Hier sind noch ein paar Sachen. Daisys Boot hatte ich größer in Erinnerung. Ah, da ist er. Ist da ganz hinten. Oh, das war jetzt keine gute Idee. Was? Okay, ach ja, ich habe ja schnelle Wirkung. Oh Gott. Ich hab's schon wieder voll vergessen, Freunde. Stimmt. Ich habe ja in dem letzten Part das schnelle. Alter, was war denn das jetzt? Ich habe ja schnelle Wirkung erlernt. Jetzt mache ich mir mal noch schnell auf den Weg, sie zu schnappen da. Ich glaube, sie wird kein Problem sein. Genauso wie der Typ unter Deck. Tja, falsche Richtung. Ja, ich muss mich daran erst gewöhnen, dass es so schön schnell geht. Ah, herrlich. Keine Probleme mehr. Oh, ey, der wirft die. Ich drücke immer auf Ablegen, aber der wirft die immer volle Kanne. Gut. Das müsste dieser Typ sein, den wir uns schnappen sollen. Ah. Der guckt gerade mal sehr unpassend. Jetzt könnten wir ihn uns schnappen. Was machen die da in Coldwedge? Tja, das war jetzt nicht wirklich ein Problem. Zeit für Lizzys Signal. Okay. Das Signal gehen wir auch gleich durch. Mann, gib mir jetzt das Gold. Aber erstmal muss ich das hier alles ausrotten. Ausräubern. Ah ja, hier ist ja der Schmuggler-Eingang. Alles schnell abforschen hier. Dann diese blöden, dämlichen Hexenfische killen. Das ist bestimmt. Ach, das ist das Signal. Frachthebel. Keine Ahnung. Ah, guck mal, da ist ja. Oh, da ist ja noch was. Lektüre wieder. Schnapp mir erst das hier. Und dann, wie gesagt, erstmal die Rune. Nicht die Rune, das Artefakt. Ich verwechsel das auch immer wieder, oder? So, wo sind diese scheiß Hexenfische? Oh Mann. Das war jetzt nicht schlau. Okay, Ruhe. Und da haben wir auch unser Artefakt. Was haben wir da bekommen? Machtschub. Manchmal kostet deine Kraft kein Mana. Was habe ich? Starke Arme. Das brauche ich aber. Ich hätte irgendwas noch Sinnloses hier. Oh, geil.
Das ist natürlich richtig nützlich. Achso, ich darf ja nicht springen hier. Was ist denn jetzt? Ah, gut, spring hoch. Muss mich veräppeln? Okay. Alles andere haben wir ja jetzt hier erledigt, würde ich sagen, oder? Ist ja hier nicht. Naja, da oben ist er. Hä? Ist das immer nur über See? Bin ich doof? Das ist richtig oben drauf. Gut, okay, das nicht. Aber das hier. Was ist das hier? Das möchte ich kurz sehen. Ich speichere mal kurz. Ich sehe, was Deutsches war. Hm. Gar nichts geändert. Alles klar, Signal geben. Lizzie Stride hat wieder die Kontrolle über die toten Aale. Sie hat sie angewiesen, sie passieren zu lassen. Da habe ich gerade noch mal ein Büchlein gesehen. Oh nee, das hatte ich. Edgar Wakefield hat mich an die Stadtwache verraten. Und ihr seid ihm gefolgt. Seinen Befehlen. Aber wisst ihr was? Ich verzeihe euch allen. Ich liebe euch. Aber... folgende Aale schulden mir einen Finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, die Bakers und Annabelle. Verdammt! Du zwei, Annabelle. Habt eine gute Nacht. Naja. Einerseits lässt sie sie leben. Kurz speichern. Du hast das, was ich haben will. 25 Gold. Okay, ich rede mal kurz mit ihr. Edgar, dieser Dreckskerl. Wie kann man nur so unfähig sein? Die Hutmacher haben die Andien demoliert. Das Boot sieht doch gut aus. Sie haben die Zinsspule. Wir sind manövrierunfähig. Was ist? Können wir eine neue beschaffen? Die werden nicht mehr hergestellt. Nicht für Motoren wie den der Andien. Wir müssen sie zurückholen. Der Alte ist immer noch Anführer der Hutmacher? Ich werde ihn besuchen. Das ist nicht so leicht. Es gibt einen Haken. Wie immer. Was ist es diesmal? Der Alte ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist verkabelt und wenn er stirbt, wird der ganze Komplex mit Gas geflutet. Die gehen kein Risiko ein, haben extra einen Pfleger angeheuert. Vielleicht lässt er wegen der Spule mit sich handeln. Lassen sie ihren Charme spielen. Einer der Hutmacher hat mir ihr Passwort gegeben, damit er seine Finger behalten durfte. Es lautet Wahlknochen. Hab's nie benutzt wegen des Gases. Und weil ich im Knast war. Halten Sie sich bereit, wenn ich zurück bin. Ich bin schon ein schlimmer Finger, aber ich hab sie voll, sag ich mal, erstmal ist sie übelst gefährlich. Und dann hat man noch einen Handel mit der und ich beklau die noch, ey. Richtig mies. Aber die hatten ja eine Scheiter hier. Ja, es ging früher halt viel einfacher. Da konnte ich sie einfach übernehmen und schwuppsiwupps hatte ich den ihr Geld. Die haben jetzt hier nichts weiter, das sehe ich. Die sind ja wieder wach hier alle. Schön. Sehen kleinen Dornröschenschlaf wieder alle erwacht. Ich würde euch raten, nicht da lang zu gehen. Ich wollte sie nur vorher entschärfen, bevor sie euch entschärft. Ja. Nicht, dass ich dafür... Den Outsider gibt es nicht. Was hat da und dann gemacht? Dass er seltsame Sachen kann, heißt noch lange nicht, dass uns ein unsichtbarer Mann beobachtet. Ich werde ihn mal fragen. Ja, ich bin hier. Wagt das nicht. Doch, mach es. Ich bin hier. Was guckst du so? Ach, du bist auch noch frech. Total ungehobelt. Alles klar, wir gehen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon sie nochmal zurückgehen müssen. Von daher. Naja. Ja, vor allem, weil das eine Nebenaufgabe war und dachte ich mir, hä? Muss doch niemals nochmal zurückgehen, wenn es eine Nebenaufgabe ist, aber anscheinend schon. Das ist doch Geld. Bin ich jedes Mal vorbeigelaufen, weil ich dachte, das ist,
Das ist eine Granate. War doch Geld gewesen. Ist hier Bolzen? Oh Gott, ich vergesse ja immer. Oh, Alter! So hochgesprungen, dass es mir fast Fallschaden verursacht hätte. Okay. Jetzt kommen wir auch hier lang. Ich glaube, den Hutmacher schieben wir ein kleines bisschen weiter weg. Speichern nochmal hier vor. Jetzt ab das Passwort. Das Passwort. Okay. Wahlknochen. Komm rein, Hutmacher. Oh mein Gott. Sir. Die Hutmacher stellen mit den Textilmaschinen Leichentücher für die Toten her. Jetzt ist klar, wozu sie die Zündspule brauchen. Der Anführer der Hutmacher ist wirklich klüger, als er aussieht. Er kann die Fabrik mit tödlichem Gas fluten. Das Zeug frisst sich durch unsere Luftfilter. Reden Sie mit ihm. Kann ich auch erwürgen, oder nicht? Dann ist er ja nicht tot. Aber ich habe ja sowieso schon Connections hier drinne. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder aggro sind. Bestimmt. Sehr witzig. Hab nur gefragt. Gut, das war nur ein Test. Mein Gott. Regt euch doch nicht gleich so auf. Natürlich sind sie aggro. Ich bin ja kein Hutmacher. Aber egal. Sehr witzig. Hab nur gefragt. Nur weil du für das Tor verantwortlich bist, sind wir anderen noch lang keine Idioten. Nein? Na, ein Genie wie du kann ja sicher schnell rausfinden, wer es war. Was geh schon? Schon gut. Wie kann man sich nur wegen nichts so aufregen? Sehr gut. Bleibst du da stehen? Nein, natürlich nicht. Wusste ich. Bist du hier drin? Ne, dachte ich mir auch schon. Okay. Ich weiß nicht, ob die hier durchsehen können, aber ich glaube nicht. Okay. Ich habe immer noch nicht den Schlüssel für diese eine Sache dort. Da ist nicht mal viel Geld drin, aber das ist halt einfach ein Schlüssel, oder? Den wir brauchen. Jo. Das ist geil. Wupp, war's das mit ihnen. Okay. Nein, falscher Skill. So, erstmal gehen wir hier unten lang. Das? Ah, okay. Erz. Also wieder Gold. Scheißratten. Normales Artefakt. Generis Gesundheit, während du unter Wasser bist. Ist auch nicht schlecht. Nicht übel. Okay, kann ich das hier... Muss reichen. Ist auch knapp schon wieder hier. Okay. Mana-Trank. Hm. Könnte ich mir nehmen? Das brauche ich nicht. Aber das nehme ich. Ach, verdammt, das war der falsche. Nehme ich auch mal. Hm. Ach, hätte ich gar nicht machen müssen. Naja, egal. Müssen wir uns den noch irgendwie krallen? Ah, hier laufen zwei rum. Okay, Freunde. Ihr habt's gehört. Der Part ist vorbei. Ich freue mich schon auf die nächsten Folge. Ja, weil es wird jetzt weiterhin interessant bleiben. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge dabei. Bei Dishonored. Ciao.
Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.